Juhu, ihr Lieben. Gen 2, so schreibt man das ja heutzutage. Gen 2 geht weiter. Da unten ist die ewige Plattform, wo wir eigentlich in die letzten 5 Missionen immer waren. Und jetzt sind wir wieder da. Weil wir machen heute mal die Arena, aber mit allen zusammen. Ich glaube, das wird lustig. Lexi, Lexi. Ja. Eine Ablenkung habe ich noch. Oder? Willst du nackt ausziehen? Warte. Der sieht so komisch aus in dem Anzug, ne? Reden die alle von mir. Guck mal, das ist nur ein Kostüm. Ich kann das noch nicht zeigen. Machen wir später. Lol, erst anteasern. Doch ausziehen. Hier, guck mal, Jackson. Ein 120er Dodo. Hast du? Hast du im Schrank? Hast du im Schrank? Trinkt ihr eigentlich hier nicht? Ja. Weiß ich auch nicht. Weil ich voll bin. Ich bin schnauzevoll. So, wir können los. Ich bin bereit. Hast du Rüstung? Ach nee, hat sie einen Schrank. Im Schrank. Ist nur Standardflak, das reicht auch für Gamma definitiv. Für Beta ist es schon wieder zu wenig. Viel zu wenig. Da kommen wir ja mit 300er plus nicht recht zusammen hin. Du weißt schon. Doch, wenn es halt Heiltränke brauchst, dann wahrscheinlich definitiv. Die gibt 20 und 20. Flak gibt 100. 100, alles 100, ja. Ja, ja, okay. Deshalb. Aber die Sternenrüstung sowieso nicht wegschmeißen. Weil, falls ein Teil kaputt geht, kann man das einfach anziehen. So. Man kann das auch solo machen, habe ich mittlerweile auch schon gemacht. Warte mal. Du willst jetzt nicht den 120er wirklich niederlegen. Ja klar, nehme ich mit. Moment. Aua, nicht mit. Ich will mal schon mal Bären besorgen. So. Dann sagt man, Kümchen ist die Zähmverrückte. Ja, ein 120er Dodo. Der schmeckt bestimmt am besten auf dem Feuer. Sollten wir ihn besser töten? Nein. Jo, so. Sag schon Fasern. So, guten Hunger. Schnell, bevor er aufwacht. Okay. Was will er was von uns? Jetzt kommt der Dodo gleich mit. Hey, das wäre geil. Dürfen meine Tims mitkommen? Nein. Und dann kommst du auch noch ein Stück ran. Na, Entchen? Space Entchen. Guck dir den an, der ist voll hübsch. Pass im Space aber auf die auf. Marvin ist immer noch verschwunden. Ist Marvin im Space verschwunden? Ja. Ja. Oh. Immer schön zusammenbleiben. Oh, ich sehe direkt sein Akku. Hey. Eine Waffe. Akku mal. Ich komm nicht. Was machen wir da? Ich weiß es nicht. Ich schmeiß da rein. Umgucken. Beim blauen Strahl ist der Bogen. Geht ja, dann los? Ich nehme eine Keule mit. Ja. Blauer Strahl, wo ist denn blauer Strahl hier? Ich hab mal wieder keine Tiere. Was ist das hier? Oh! Mist. Wir waren. Ich hab keine Waffe. Ah. Ich hab keinen Plan, wo ich hier eine Waffe kriege. Renn ich weg, komm zurück. Hier ist ein Buch. Oh, ich muss E drücken. Ah! Ich hab ein T-Rex weggeknüppelt! Das hab ich gemacht, aber gut. Hinter dir, nee, hinter dir. Ich war doch alleine. Oh, hast du gekillt? Nee, ich hab geschossen. Achso. Bleib stehen! Gespuckt. Hier hast du die Waffen. Hier oben auf dem Plateau sind die. Hey, blödes kleines Fliegemistvieh. Komm her hier. Beim blauen Strahl ist ein Bogen. Hier bei mir. Na toll, zwei Pfeile zielen beide nicht. Ach ja. Hier ist er bei mir. Ich sehe den aber auch immer super, super spät. Ich schnapp mir meistens mal das. Ach nee, das war nicht. Ja, das ist, die Pfeile sind irgendwas. Ja, hier. Oh, wow. Guck, mein Kompi. Hallo, Kompi. Tschüss, Kompi. Oh, bist einfach gezählt. Sind die Morpher dann bei mir irgendwo? Ich hab doch gehört gerade. Also hier fliegen die Klauvögel rum. Ja. Die Itchy-Flitchis. Die Itchy-Flitchis, die irgendwie sehr schwer zu treffen sind. Ja. Sind ja aber immer, weil ihre Hitboxen einfach kaputt sind. Ha, ich habe ihn getroffen. Du hast noch irgendwo was? Ja. Trilobite. Wo? Bei mir? Und? So, jetzt durch. Alle jetzt mitkommen. Hinter dem blauen Loot Drop, bitte. Ja. Nehmen einfach wieder die Position, wo die Minigun ist.
Was ist das hier? Wo Tierköpfe sind, da kannst du die Tiere beschwören. 2000 Punkte braucht man dafür. Ja, guck mal in der Mitte, da hast du Gauntlet Credits. Und wenn du das halt 2000 hast, kannst du dir das holen. Aber du kannst dir hier auch Waffen zum Beispiel holen. Hier ist zum Beispiel die Fabricated Sniper, die Minigun und der Compound Bow. Und noch eine Tick. Hinter dir, Benny, hinter dir, pass auf. Ups. Oh, ist jetzt Quatsch, oder? Ja. Oh, das ist cool. Das ist ja cool. Liberation wird anstrengend. Das glaube ich. Da komm, bis Basilisten. Schon, bis dahin haben wir aber schon Waffen. Einer drückt der Bohr. Achso, keine Waffen mitten in der Runde kaufen. Weil die das Waffen zählt haben, als Cooldown. Das zählt als Runde. Weil die Waffen haben diesmal nur eine begrenzte Haltbarkeit, außer die Starterwaffen. Elektrowaffen? Oh Mann. Da kommt eine Gift-Weibern. Die sind Phönixe. Hey, ich treffe die ganze Zeit, aber der hält nicht, der Treffer. Mann, ey. Ja, der Standardbogen ist echt grauenhaft. Wow. Die Wimmern ist immun gegen Schade. Wow. Ich brenne. Ja, es geht. Es geht mir weg. Also siehst du, wenn wer auch immer jetzt Level braucht noch, wer die Mission schafft, da kriegst du glaube ich so 5-6 Level. Das ist gut. Compound Bow ist auch hier, ne? Wenn jemand brauchen sollte. Oder lieber mit dem Bogen. Gibt's hier auch. Ja. Vorsicht, wenn der beißt, tut schon so ein bisschen weh. Geht. Wo ist der Tech Bow? Der ist noch nicht da. Doch, der ist schon da. Mich würde auch die Minigun interessieren, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Minigun ist schon da. Die ist da hinter dir. Darf ich mir die kaufen? Ja, klar. Jeder sein eigenes. Du kannst damit machen, was du willst. Ja. Minigun unavailable. Hast du 2000 Punkte? In der Mitte 4000 unten? Punkte. Nein, nicht so. Unten. Gauntlet Credits. Ah, okay, ich habe 1700. Also ich nehme die Sniper wieder. Die ist gut. Ich würde den Tech Bow gerne haben. Weiß ich jetzt gerade nicht, wo er ist. Ich nehme jetzt nur die Sniper. Wie viele Punkte hast du? Jetzt nicht mehr viele. Du? Nacken, ja, Knochen, also der Compound Bow ist auch Crystal nicht schlecht. Ist das hier jetzt, oder wie? Nein. Das sind alles nur die Standard-DSCs. Das ist jetzt, glaube ich, einfach nur Dschungel. Nee, Sumpf. Sumpf ist es. Okay, ich kann meinen Bogen jetzt nicht mehr viel machen. Scheiße. Bräuchte vielleicht etwas Hilfe, sonst bin ich gleich tot. Hinter roten Loot. Ich hab mir halt die die Longhead geholt. Wie immer. Wo bist du? Da hinterm Boden? Ich lauf mal zu Boden. Ja, ich bin helfen. Nein, ich bin tot, vergesst das. Lauf! Ich kann nicht, ich hänge in einem Kapo. Oh, da. Komm, ihr Kühnchen. Ich bin tot! Achso. Ich bin bewusst, doch, ich bin tot. Wurde mir nicht angezeigt, dass du gestorben bist, deswegen. Irgendwie auch nicht. Nee, es wird auch nicht angezeigt. Ist ja kein Sterben, sonst wird er denn nur rausgekaut. Oh, danke schön. Gerne. Ich hab grad nachgeladen. Wenn du gebissen wurdest, dann schön hinter uns bleiben, weil das passiert schnell, weil das du umkippst. Ja, ich könnte. Ich bin nur einmal gebissen worden, es könnte sein, dass ich umkippe. Ja, ja, das geht bei Schlangen sehr schnell. Ich komme mal zurück zu euch. Ihr kommt gerade so ein bisschen was hinter mir her, was vorher Gekümchen war. Eisenhubs. Endgegner! Scheiße. Endgegner! Irgendwie wirken 6000 Schaden etwas zu sehr viel für Endgegner. Freu dich mal drüber, in der zweiten Stufe ist das nicht mehr so. Ich mag die Musik so, oh! Also das, ja, auch noch, das ist auch noch immer die passende Musik zu jedem DLC kommt. Lass die mich vielleicht noch mal eben die letzten 30 Punkte kriegen, die ich brauche. Du kriegst nach jeder Runde Punkte. Mindestens 400. Kim wieder! Ich will! Also spätestens jetzt solltet ihr euch alle eine neue Waffe kaufen. Ich dachte, das wäre nicht so. Entschuldigung, dass ich das jetzt zum ersten Mal so, zack. Die Tiere, die ich jetzt hier hochziehe, nicht abschießen. Das sind die, die man sich holen kann. Das kann wirklich ziemlich oft passieren. Ach, die kannst du wohl aus Versehen auch töten? Ja, kannst du aus Versehen ziemlich. Deshalb sage ich es jetzt, dass man die nicht abschießen soll, weil die sterben auch recht gut. Gibt es Friendly Fire? Nee, gegen uns nicht. Was ist denn immer geben?
Gerade du solltest es nicht vorhin kippen, weil du bist immer die gewesen, die gestorben ist. Ich fand's aber auch witzig. Achtung! Oh ja. Ich finde irgendwie gerade keine Ziele. Oh, einfach immer zur Mitte kommen. Oha! Fetter leid. Treff nicht. Ich hab nicht einmal Schaden gemacht an dem. Ja, shit. Vorsicht. Oh, das ist mein Problem. Irgendwie stören die beiden mich. Ja, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Zoom, mit dem Sniper bist. Die Tiere vom Die freundlichen Tiere sind ein ganz kleines bisschen im Weg manchmal. Glaub mal, später wirst du dich freuen. Oh ja. Die helfen dir schon sehr oft mal gerne aus der Patsche fallen, wenn du dir mal eine neue Waffe holen möchtest oder so. Hey. Plus 500. Achso, und jetzt seht ihr das auch hier in der Mitte unten, wo auch die Credits sind und wie viel Tames man gerade hat. Da steht auch Weapon Durability. Dex, ja. Dex und Dex musst du auch bloß noch eine Welle haben, ne? Ja, ich habe nur eine. Also ihr habt jetzt noch zwei Wellen, dann müsst ihr euch eine neue kaufen. Ja. Oder ihr geht in die Mitte und holt euch wieder eine von den Standard. Aber nach den zwei Wellen seid ihr unbewaffnet. Alles klar. Shit. Wie viel Schaden macht Faustschlag? Dafür so schaden wir auch in echt. Doch, oh. Faustschlag kannst du benutzen. Hab ich vorhin auch, das geht. Der macht aber nur genauso viel Schaden, wie du halt auch bei dir draußen machst. Also okay. Wahrscheinlich so 10. Wenn überhaupt. Ich mag die Minigun. Ja, Fabi finde ich auch sehr toll. Ich mag die Longneck. Hättest du was sagen müssen, Kühe, wenn ich mitbekommen. Ja. Ich dachte, ich schaff's noch zurück, aber ich hab's halt nicht zurückgeschafft mehr. Titan. Wo? Okay, die Minigun hat in diesem. Die hat auch, muss aufpassen, die kann auch überhitzen. Das Ding ist, die. Du kommst lieber zu uns? Ja. Die trifft nicht. Ich stand direkt hinter den. Direkt vor den. Schieße und die trifft einfach mal gar nicht. Oh Gott, nicht. Du wirst doch. Ja. Nein, Todo, nein. Nein, ich bin nicht tot. Nee, du bist nicht tot, aber. Trodon. Dex wird wahrscheinlich auch gleich umgehen. Ja. Dafür sind jetzt wieder meine Tierchen praktisch. Ja, das stimmt. Weil die verteidigen jetzt hier einfach. Ich bin so hart gerade tot. Bin sowas von fast tot. Oje. Ich bin voll im Leben noch. Bist du? Ja, das hat. Immer schön einfach hier auf der Plattform oben bleiben. Hast du. Aber die sind immer alle schon tot. Ihr schießt die immer alle schon tot. Ich kann gar nicht Punkte sammeln. Und wenn die zwei Wellen dann vorbei sind, dann muss ich wieder den Kackbogen nehmen. Du bist aber jetzt Geld haben. Du müsstest über die drei Wellen kriegst du mindestens genug, um dir wieder den Bogen zu kaufen oder die Sniper. Ja. Genau, wenn es jetzt losgeht, dann bin ich wieder wach. Genau, wenn es jetzt losgeht. Genau, ist bei mir auch so. Okay, hey, du hast noch deine Sniper. Oh, und Mac. Ja, du wechselst aber jetzt. Jetzt immer auf Extinction. Immer schön hier in der Ecke bleiben, weil das. Näher man zusammen ist, desto besser. Okay, die Minigun ist zwar cool, aber dadurch, dass nicht jeder Schlag trifft oder jeder Schuss trifft, ist das ein bisschen. Oh, ich bin geeist. Malagam, die müsst ihr töten, bevor sie irgendwie hüpfen. Die können sich gerne verbacken. Oh. Oh Lord. Ja, geh mal ein Stück zurück am besten. Oh Gott, wie los? Ja gut. So, jetzt kann ich mal ausholen, ganz kurz. Also, ich empfehle die Sniper, die Auto.
Die ist wirklich gut. Das gibt's dann auf den anderen. Zum Kämpfen meine ich. Tiere hole ich mir jetzt mal. Ja. So, okay. Nee, es war jetzt ja nur muss gucken. Hab Tech Granite Launcher. Meiner. Der ist gar nicht so gut. Egal, ich will ihn mal ausprobieren. Was tut er denn? Ja. Wirst du denn sehen? Kann ich euch damit umbringen? Kann ich die Tiere damit, also die freundlichen Tiere damit umbringen? Das ist egal, welche. Du kannst alles töten, außer die Spieler selber. Ja. Okay. Also selbst mit deiner Ausbildung theoretisch die VR-Tiere. Das ist meine! Das ist meine! Oh, entschuldige, Dex, ich hab die Farbe nicht gesehen. Wieso, sorry. Keine Ahnung, das war keine Absicht. Komm grad an, sind schon tot. Sie sind nicht. Aber die Snapper sind gut. Das Schneiber ist echt top. Die Longneck macht auch Spaß. Ja. Und das sind, beide so eine Waffen, die recht günstig sind. Die Longneck halt noch günstiger als die Sniper, aber die halt. Ja, die Sniper 1500. Beauty? Alter, es ist. Wow, es ist richtig low. Es ist einfach richtig. Ich leg die gleich wieder weg. Ich leg die gleich wieder weg. Nee, nein, benutze sie, bis sie zu Ende ist. Das ist mit zur Verschwendung. Schaf! Köstlich. Das stört euch deswegen. Nö, alles gut. Oh, ein kleines Schaf, ich bin nicht ja komm hier, ein kleines Schäfchen. Das Schaf, ey, ist so geil, wie das angeht. Ich fühl mich grad schlecht, dass ich mit dem Granatlauncher auf Schafen schieße, ne? Oh, ich verblute. Oh, ui, wei. Wo hab ich denn? Ess was, ess einfach irgendwas, dann kriegst du ein bisschen Heilung wieder zurück. Einmal eins essen. Und dann, wenn es vorbei ist, wieder nochmal essen. Das sagt gerade Dex, der bei einem Bossfight wegen Verhungerung gestorben ist. Das ist ein Gerücht, ich weiß davon nichts. Ah. Das lassen wir ihn auch nie vergessen, ne? Nein! Was ist denn da eigentlich jetzt gerade unter dem Boden oder so? Das ist ein Otter, müsste das ja sein, ne? Ach ja, Otter. Der war übrigens nicht unter dem Boden, der lief wirklich. Boah, ich hab den nicht gesehen. Ja, der war so klein, das ist cool. Achso, Dex, die sind ja übrigens unsichtbar an dich angepfifft. Du kannst auch U drücken. Also die abpfeifen und dann bleiben die da stehen und greifen trotzdem an. Okay. Also das Gewehr ist doch schon ein bisschen besser als ein Bogen. Ah, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Der Kompompo, wenn du gut mit dem Klar kommst, ist er auch super. Der Kompombo macht so Spaß. Der Techbogen. Der Techbo, soweit ich weiß, macht 14.000 Schaden pro Schuss. Kommt drauf an, welche Munition du nimmst. Ah, jetzt kommt Genesis. Schildkröte ist tot. Da vorne ist ein Summoner. Das ist voll die Schüsse, die nerven. Ich will doch nur die Shadow Mains. Danke. Lad schneller nach dem Ding. Aggressiv bin. Nein, ich wurde gerade knapp bei mir mit dem Leben, deswegen. Oh oh, oh oh, da kommt was für die Kim. Weg da! Oh. Bloodstalker. Hey, da kommt ein Spacewalk! Ich liebe Spacewalk! Und Strider! Ich liebe auch Strider! Der Nocklin hat mich gerade angegriffen, diese kleine Scheiße. Du musst echt aufpassen, ne? Auf die Noglands müssen wir aufpassen, ne? Bisschen. Ach, das war eben gar kein Ferox, das war ein Noglin. Ja, hier kommen die Noglands. Die Ferox sind groß. Was ja auch Ferox als auch. Haustier holen. Gibt's auch nee, wollte gerade sagen, das war ein Ferox. Kleiner Ferox. Achso. Wie der. Noch zwei Shadowmains hier als Verteidigung. Perfekt. In der Mitte kann man sich übrigens bei den drei Arcs, bei dem roten, gelben und grün, oder rot, blau, grün, die Bosse holen. Drache, Spinne und Affe. Aber zwischen A 10.000 und B hast du die nur für 60 Sekunden. Also lohnt sich nicht ganz, oder? Okay, also die rechte Seite hier haben wir eigentlich schon gedeckt, nur durch Tiere. Ja, jetzt aber dicke, fette Wumme! Ah! Ahu! Hört aus, Keule raus! Was hast du denn für eine Wumme? Die geht hier. Rocket Launcher gibt's auch. Das ist. Das hole ich mir gleich, wenn der Granatwerfer weg ist. Rocket Launcher ist los. Dödi! Jetzt sind wir in den Bergen. Man sieht das immer übrigens drumherum. Da ist immer so ein verschwommenes Bild drumherum und daran erkennt man, wo man gerade ist. Welches Bild? An der Kette. Ich finde die Kugel, wenn die fallen, so geil.
Okay, lass mal sein. Ich treffe nicht. Okay. Tiger! Den treffe ich nicht. Ach so. Okay, mein Fehler. Ich glaube, so schneller schießt, umso weniger trifft er, ne? Kann sein. Letzte Welle. Mir macht das Spaß. Das ist wirklich super. Wie weiß jemand, wie die Taste geht für die Gatling zum Aufbauen? Ich würde gerne wissen, ob das funktioniert. Hat noch keiner rausgekriegt. Das geht? Ja, man kann die aufbauen. PS4-Nutzer können das, aber wir haben es irgendwie noch nicht rausgekriegt, welche Taste das ist. Ja. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass es hier eventuell gar nicht geht. Hier denke ich mal nicht, aber es ist wäre doch interessant, ne? Es gibt aber vielleicht auch so einen Bug damit, so also muss man aufpassen. Weil wenn du eine verbesserte hast und die dann hinstellst, kann sie von ihrer Rarität wieder runter auf das normale fallen. Diesen Dodo! Moment mal, was das hier jetzt das mit dem. Oh. Nein, das ist nicht das mit dem. Nicht Giga. Dodo Rex. Ja. Ja, das ist das. Oh, okay. In der 10. Fälle weg. Ja, das ist die 10. Ah, perfekt. Wir nehmen Dodorex Hallo sagen. Dein Dodorex wird was aus? Hm, sieht doch Zombie-Dodos. Und ich gucke Feuer, das wird normale Zombie-Dodos, aber nicht. Da ist er ja. Denn Schnur so? Das ist nicht Schnur, das ist der Hund. Ah! Der will aufmerksam sein. Hier ist auf die Tech Rail dann. Ich kann dir die Haare drehen, wenn du möchtest. So. Ja, jetzt sind wir durch. Lockenwickler. Sind wir durch, jetzt müssen wir in die Mitte und die Quest beenden. Oder man macht halt weiter und dann muss man wieder 10 Wellen komplett machen. Ist mir egal. Mir auch. Durchaus. Ich kann, mehr, wir können nochmal 20 machen. Irgendwie hat meine Wasserflasche kein Wasser genommen. Ich habe Aquapilze dabei. Just wave after wave of them. Aber wir können auch beim nächsten Mal 20 Wellen machen. Ja. Okay. Aber wir haben noch, ich habe jetzt gerade so viele Punkte, ich könnte nochmal also, Tiere holen. Mir wäre es schon recht, wenn wir weitermachen. Wo soll man raus? Hier, komm mit. Hinter dir. Hier? Nee, das ist hier. Hinter dir. Wow. Kriegt man denn mehr Zeug, wenn man jetzt noch eine Runde länger macht? Nee, wir müssen 10 Runden länger machen. Dann meine ich ja. Ja, das steigert sich dann halt pro 10 Runden. Komm, okay, wir gehen wieder auf die sichere, in der Mitte. Auf die sichere Position hier oben. Ja, hier direkt nächste Runde hole ich mir mal die Tech Railgun. Mal gucken. Oh, oben. Was sagst du? Dankeschön. Warte einfach kurz, bis ich. Bleib stehen. Ja. Rennst du mal wen rum. Ein Hühnchen. Ey. Es fehlen noch 8 Gegner. Unsere Tiere sind übrigens überall hin verteilt. Ach so, okay. Jo. Da hinten jetzt, da drüben. Ja, das sind meine Stegos, die hampeln da auch rum. So, komm mal hoch hier auf die Plattform. Auf
die Mitte platz. Oh Gott. Beste Trilobit. Ist hier ran. Ach so. Und hältst E gedrückt halten und dann nach oben Exit mischen. Bis das voll ist und dann einfach loslassen. Yes. Kim, bist du noch da oder gehst du auch? Ja, nein. Ich war nur auf dem Weg. Dann bist du nicht los. Ich mache jetzt hier nochmal. Was sind das hier für welche? Keine Ahnung, ich kauf's einfach. Ah, eine Kakinos, okay. Die will ich mal ausprobieren. Kann sein, dass du gleich etwas mehr Arbeit machen musst, weil ich keinen Plan habe, wie die Waffe funktioniert, die ich gerade in der Hand habe. Egal. Das ist eine Detektpistole. Detektpistole, die den Laserstrahl schießt? Ja. Die ist eigentlich recht stark. Bitte entschuldige fürs Verstego, du bist ein Freund. Ich habe nur aus Reflex auf dich geschossen. Das ist dann blaues. Die hat auch verschiedene Dinger? Ja. Das Ding ist, hier hat sie nur zwei verschiedene. Eigentlich sind es glaube ich drei verschiedene. Heilungsstun und Schaden. Kann heilen? Das Ding kann heilen, ja. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber. Ah, das ist du, ey. Ich hab mich gerade voll erschrocken, weil ich gerade im Zoom-Modus war mit dem Ding hier, mehr oder weniger. Na, voll zu. Benka, wieso kannst du auf die Entfernung schießen? Bei mir hat das nicht mehr nicht getroffen. Und nein, ich kann zielen. Ich wollte eigentlich mal was sagen. Oh. Kann ich 100% Stun machen? Wie viele Punkte habt ihr eigentlich? Ihr müsstet ja auch viele Tiere noch kaufen können. Ich hab 7000. Ich hab eben alles gesehen, die kann ich mal eben holen. Oh, nevermind. Kauf doch einfach. Stegos sind wie so ultra gut. Ich guck mal, was es noch so gibt. Benny, ich will auch welche kaufen. Wir kriegen auch gar keine Gegner mehr. Doppelt. Kannst du kaufen? Doppelt? Doppelt ist langweilig. Ja. Kannst du mehrfach holen. Ach stimmt, die Akkumeister sind draußen. Direkt vor uns sind noch ein paar Ravenger. Es gibt auch Velonas hier. Oh ja! Hätte ich nicht sagen dürfen. Ja! Nur einer? Kann ich den reiten? Folge mir! Noble Seed. Survive the Swarms. Rette die Schlümpfe. Ich komme mir vor wie der schwarze Schauspieler bei Predator. Als der Predator plötzlich anfängt, die ganzen Amis da zu schnetzeln im Wald und die sehen den einfach nicht und der hat so eine Minigun und weiß aber nicht, was er tun soll und schießt einfach in den Wald rein mit seiner Minigun und säbelt alles weg. So das klingt nach Rambo. Nee, das war nicht Rambo, das war Predator. Predator. Da kommt mein Velo. Ich mag diesen Sound, dieses. Boah, das hört sich gerade sehr böse an. Das klingt gerade, als hätte ich absichtlich die Knochen gebrochen, wenn ich das sehen soll. Ja, dieser Sound hört sich doch irgendwie so an, im Hintergrund dieses. Bleibst hier oben als Turret hier stehen, mein lieber Weh. Was zum Teufel? Wie war das? Reaper hinter uns. Ach, Reaper. Hinten ist ein Rock Trail. Ich glaube, der ist zu weit weg. Der ist schon tot. Haben gekillt. What the fuck? Bei mir ging die nicht so weit. Ich hab's auch versucht, so auf die Entfernung zu treffen. Du musst einfach sehen! Gucken! Die Gerichte hat nicht so weit gereicht. Rein von der Entfernung her.
Oh. Der ist cool, der Bogen, ne? Aber so, der sieht aus wie ein bisschen wie so ein Überraschungsei. Der ist ein bisschen, wenn du so sehr klein siehst, ist es okay, aber wenn du in der Hand hältst, ist es ein bisschen dolle. Von wem ist der Velo eigentlich hier? Meiner. Kann denn tiefer, eine Nummer tiefer hier unten stehen? Dann kann man nämlich, weil wenn ich mich drehe einmal mit der Waffe, dann ist der weg. Oh, ich habe keine Waffe mehr. Dann kann ich ihn anpfeifen. Ja, ich kann ihn sogar auch anpfeifen. Ich habe keine Punkte mehr. Also nicht genug Punkte für die Tech-Railgun. Wie lange hast du denn deine Waffe noch, oder läuft die jetzt aus? Die ist jetzt gerade ausgelaufen. Hier kostet noch 1500 das Scharfschützengewehr. Ich kann nicht schnell. Okay, ich laufe im Kreis. Komm zu uns. Gut. Ich geh zu meinem Velo. Bin ich sicher. Verdammt, der KW ist schneller als ich. Okay. Oh, Rafa wurde vor dem Tutorial gekillt. Oh, enable turret mode. Möchtest du mal schießen, Velo? Das sieht mir nutzlos aus. Titan hinter uns! Woohoohoohoohoo! Oh, der kam nur Fleisch entgegen. Alter, wo war der, ey? Der war direkt auf uns drauf. Stell dir mal vor, der hat jetzt zugestampft. Den hast du aber auch gar nicht gehört. Der ist am Schleichmode gewesen. Einer fehlt noch. Der ist mit Pantoffel gekommen. Der ist da hinten auf der anderen Seite. Ja, jetzt habe ich wieder genug. Was? Benny, guck mal zu mir. Was ist komisch bei mir? Alles. Dass die Minigun im Boden hängt? Nee. Ja, das, bei mir ist hier so alles verkrüppelt. Aber ich kann mit so einem riesen Ding, was eine halbe Tonne wiegt. Ring. Ja. La 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 la. Revengers. Oh, ich bin eingefroren. Oh, das ist gut. Wo bist du? Hinter dir. Alles kein Problem. Wir lassen sterben. Ich meine, wir retten dich. Ah, danke. 30.000 Schaden, das ist doch mal was. Okay, die Tatsache, dass es alles schwarz-weiß ist, macht es etwas komplizierter. Drück mal N. N? Ja. Dann ist es. Auf die andere Art und Weise. Unentragbar. Ich finde das aber so besser. Der Gasmarkt, ich finde das auch so geil. Die Tiere, die einfach überhaupt nicht kämpfen, auch nicht zum Kämpfen da sind, dass sie hier so alle angreifen. Einfach, dass auch super geil ist, dass es keine Munition gibt. Sind die Attack Drohnen auf unserer Seite? Nein. Die haben auch fast die gleiche Farbe, weil sie also dieses Tech-Zeugs aus Tech gebaut sind. Deswegen, naja. Trotzdem, Mika, mach ich dir keinen Schaden an der? Musst du gut treffen. Ruhig doch. Bin verwirrt. Wenn sie zu weit weg sind, die Raygun hat nicht ich hab's sonderlich gemerkt. So eine Reichweite anscheinend. Das ist eine Sniper, was zum. Ja. Die Fabricated hat mehr Reichweite. Ja, ich merk's. Macht Sinn. Die Minigun hat mehr Reichweite. Ja, wobei mich das echt wundert, weil. Naja, gut. Vielleicht bin ich auch einfach davon ausgegangen, das Ding funktioniert als wie eine Minigun und hat nicht so eine hohe Reichweite. Ich hab dir nur in die Nase gepopelt gerade mit der Riesenfrage. Du hast den Boden aufgebohrt. Naja, bei mir hast du das Ding im Gesicht geklebt gehabt. Oh, ein Schäfchen ist gespawnt. Wieso hat der Elektroschock? Rifle. Achtung! Sniper, weniger Reichweite als weniger. Keine Ahnung. Hier, ich hab die besten Tierchen jetzt gewonnen, die du kaufen kannst. Wettest du mit Captain? Was hast du gekauft?
Mantis mit Kettensägen. Wenn da mal nichts sein würde, dann könnten die auch mal herkommen. Dann könnte ich die mal abpfeifen. Cool, das will ich mal sehen. Ja. Oh, meine eine ist schon tot. Die machen sogar richtig das Kettensägengeräusch, wenn die zuschlagen. Köstlich. Das ist cool. Köstlich. Ich hab mir hier den Elektroschock-Stab. Oh, das ist geil. Ich treff das Mammut nicht. Jetzt. Was war das denn jetzt gerade? Hier ist eine Puppe, kannst du rumballern und gucken, wie viel Schaden du machst. Gar nichts? Dann triffst du wohl nicht. Ich meine, es ist nicht wirklich auf diese Entfernung vorbeizuschießen, oder? Nee, ich glaube nicht. So, guck mal hier. Ich seh nicht, glaube ich, was. Jetzt habe ich 10.000 Schaden gemacht. Ja, 10.000. Jetzt habe ich wieder drauf geschossen und keinen Schaden gemacht. Wow! Ja. Das ist ja eine klasse tolle Waffe hier. Wir wollen Karkinos, wir wollen Karkinos. Karki, Kaki, Kaki, Karki, Koki, Kiki. Ich hab ein bisschen Magma. Ja, Scheiße, ey! Wo kommt der her so schnell gerannt? Ich Das Ding trifft überhaupt nichts. Die Minigun ist einfach göttlich. Ja. Ach Gott, das sind. Moment, das ist aber ein Insektenschwamm. Übergroß gewesen. Ja. Hast du Spaß mit dem Ding da? Kannst du nichts machen. Da hinten ist ein Skelett, wir waren. Wow. Oh, Tommy, was killt? Tommy ist gerade disconnected. Und gestorben. Ich nehme gleich mal. Kann ich mit der Sniper Rifle auch auf der anderen Seite der Arena treffen? Ja. Gut, dann nehme ich mir die. Das Sniper-Gewehr ist super. Ich bin eigentlich ziemlich gut mit Sniper. Eigentlich, da fängt schon an. Das Ding ist. Macht ihn richtig nicht viel, wenn die Sniper keine große Reichweite hat, ne? Ich sehe das kleine Ding nicht. Ich sehe nur auf dem. Ja, was bekommen. Oh, das war mein. Du hast die Stegung gebracht. Ja, ich habe so den kleinen hier was bekommen. Ich... Das ist Nockle. Naja. Das war die Taktik von dem. Der läuft zu den ganzen VR-Tieren, damit du sie umbringst. Ich habe da genug gekauft. Vorne ist noch ein Summoner. Oh, der hängt halt in der Luft. Ich kann ihn, ich treffe den. Musst du nah genug ran. Kaki, 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 Nos. Bleib hier stehen. Laufen, 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 laufen. Ich hab keine Waffe, ich hab keine Waffe. Komm hier. Hier muss er hin. Ja, Kaki, 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 Nos. Sehr schön. Bleib da stehen und verteidige diese Ecke hier. Please. Dankeschön, danke. Bitte, bitte, danke. Wie viele Runden müssen wir noch? Zwei. Ich mag dich. Die Arena macht richtig Bock. Höre immer das auf Heilen A und du wirst nicht getötet werden. Vermutlich. Ich bin auch erst neu dabei. Ja, das gefällt mir doch schon besser. Giga! Toter Giga! Ich bleib einfach hier auf der linken Seite und schieß alles ab, was mir vor das Visier kommt. Quetzal! Toter Quetzal!
Einfach reinhalten, guck mal hier. Mann, das ist der hinter mir. Geht weg. Verschwindet. Okay. Das ist eine Monsterwaffe. Kurz nachladen. Ja, mit der Sturmgewehr mal cool. Das ist grauenhaft. Trifft nicht, ne? Die schießt überall hin, nur nicht auf den Punkt, ne? Wie? Das Schlimme ist eigentlich irgendwie doll der Bildschirm wackelt, wenn du damit Dauerfeuer machst. Ich hab das Ding noch nie benutzt, das macht überhaupt keinen Spaß. Die ist keine gute Waffe. Ganz, ganz schlechte Waffe. Ja. Ich meine mit die Pumpgun oder hier die Pump Action. Was schade ist eigentlich. Ja. Das Ding ist, die Pump Action hat so eine große Reichweite, dass du die eine andere Waffe eigentlich nicht brauchst. Die Sniper lohnt sich jetzt schon mehr. Schade eigentlich, dass das Sturmgewehr nicht. Ich muss zugeben. Also in diesem Modus mag ich die Sniper wirklich, wirklich gerne. Weil du triffst akkurat wirklich einfach alles quer über die ganze Karte. Ja, und die ist günstig. Ich hätte halt erwartet, dass die Tech die weg. Dass die Tech Rifle etwas stärker ist. Wechsel, er schießt gerade einen Stego, weil er im Weg steht. Die Minigun, die ist aber auch sehr, sehr präzise. Ne? Ich kann aber wirklich damit snipern. Vielleicht haben sie die deshalb reingebracht, weil das Sturmgewehr so scheiße ist. Sag mal, hör auf zu wackeln! Geht doch. Kommt da noch was? Ja. Thank you. Oh. Jetzt Schluss. 20. Ich habe eine Rüstung verloren, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, Brustplatte. Das war Runde 2. Das heißt, wir kriegen jetzt die doppelte an Hexagons, halt für 2 Mal. Und besseren Loot. Nehmt euch nur alle Waffen mit und dann können wir die mich mitnehmen in die neue Welt. Die Ach, andere Welt. Alle. Und dann beim Händler verkaufen. Muss das jeder machen? Ja. Exit Mission. Das kann man nicht für alle machen. Oh Gott. Tschüss. Links ganz viel Zeug. Einfach gehen. Ja, du kriegst auch ultra viel Stuff bei der Mission, selbst wenn du es nur einmal machst. Nichts wirklich, was man gebrauchen kann, aber... Das hast du bei jeder Mission, dass du da zwischendurch Rennen machst oder so und da kriegst du nur ein paar Steinrohre raus. Ich habe eine Shotgun, aber leider keine Pump-Action. Also kriegen wir alles gleiche, also ich habe hier eine... Das kann ich nicht gebrauchen. Das nehme ich mit. Nee, wir kriegen nicht alle das gleiche. Das, was du da hast, habe ich zum Beispiel nicht, Dexy. Okay. Alles. Warte, ich schmeiß mal mit auf den Müllhaufen. Braucht jemand eine dunkelblaue Brustplatte? Leder? Nein. Ja, das Schreien. Ich merke gerade reißende Begeisterung. Party 100. Aber ich habe vielleicht Enterhaken könnten wir ja vielleicht mal gebrauchen, wenn wir mal eine andere Rüstung haben, außer unsere Turbobolzen. Ich habe etwas gefunden, was mein Charakter, glaube ich, das nutzloseste ist, was man im ganzen Spiel kriegen kann. Einen Spiegel. Oha. Cool. Oha. Spiegel für meinen Charakter. Und? Dunkelblaue
Okay, ich sag dann schon mal von mir und Dodo. Tschüss! Jetzt kann der Dodo mal richtig fliegen lernen. Dö, 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 dö. Das sieht so bescheuert aus. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.